So, da sind wir wieder zu dem großen Fahrvideo, und zwar die Neuzeit. Hier haben wir die Akteure. Das ist die 101 von Pico neue Version. Hier nochmal ein Bild, wunderbares Modell. Des Weiteren eine 218 für unseren Regiozug. Und zwar dieses ist das MSL-Sondermodell. Und dann fangen wir an mit unserem einlaufenden Regiozug. Wir haben erstmal viel Bahnhofsverkehr, was einläuft, ausläuft, zwischendurch. Wenn die Züge auf Strecke sind, sehen wir was. So, und hier kommt auf Gleis 2 die 218 mit einem Regio. Das, wie gesagt, hier so ein bisschen Bahnhofsverkehr erstmal. Hier aus einer anderen Sicht, vom Bahnsteig gegenüber zu sehen. Und als nächstes läuft schon auf Gleis 1 ein IC2 ein. Der IC2, der musste leider wieder aus der Instandhaltung dringend rausgeholt werden. Der sollte nämlich die Upgrade-Farben kriegen. Wie man jetzt hier sehen kann, er hat ja noch beide Lackierungen von dem roten Streifen her. Aber durch den Ausfall aller IC1 mussten unbedingt die Züge wieder auf die Strecke, so halbfertig lackiert. Aber egal, Hauptsache man kann gut reisen. So, hier nochmal eine andere Sicht beim Einlauf des IC2, ICE2, auf Gleis 1 in Harstadt. Und so langsam füllt sich der Bahnhof. Unser Regiozug mit der 218 hat jetzt wieder Ausfahrt und begibt sich nach hier schon mal so ein bisschen unterwegs auf der Strecke zu sehen. Wunderbare Doppelstockwagen. Diese sind alle von Tillig. Nochmal schön zu sehen, der Steuerwagen. Und wir befinden uns wieder im Bahnhof. Und auf Gleis 2 fährt ein IC. Ein IC achteilig mit Steuerwagen. Und hier mit der Pico 101. Neue Version. Parallel kommt wieder der Gegenzug unseres oder unseres Regio. Diesmal in die andere Richtung und fährt ein auf Gleis 4. Trainspotter standen auch an der Seite. Die haben nochmal andere Szenen aufgenommen. Das war so ein bisschen hier hinterm Zaun. Und derweil ist der nächste IC auf dem Weg nach Harstadt und wird gleich einlaufen auf Gleis 3.
drüben steht ja noch die andere 101 und dieses hier ist 101 Pico erstes Modell. Diese Wagen, bis auf den Speisewagen, den wir gerade gesehen haben, sind alle von Roco. Der Speisewagen ist von ACME. Ach, Entschuldigung. Nein, hier die hinteren sind von Sachsenmodelle. Hier nochmal aus einer anderen Sicht die Einfahrt auf Gleis 3. Und mittlerweile hat sich der Bahnhof dann komplett gefüllt. Also man kann sagen, in Harstadt ist richtig was los. Aber das ist nicht lange so, denn der ICE 2 von Gleis 1 hat jetzt Ausfahrt. Der gesamte Zug ist von Roco. Und ich konnte mir nicht nehmen lassen, dann selber nochmal auf den Bahnsteig zu gehen und die Ausfahrt dann nochmal zu filmen. Und da fährt er von dannen ab auf die Strecke. Hier unterwegs nochmal erwischt an verschiedenen Stellen. An den Weinbergen von Harstadt vorbei. Hier nochmal der Regiezug. Und aus den Wäldern oben zu sehen, wie der ICE am Rastplatz vorbeifährt, an unserer bekannten Würstchenbude. Hier war wieder ein ganz mutiger am Werk. Der hat sich da ein bisschen nah an die Gleise gestellt. Die Regiozüge sind massenweise unterwegs. Und der ICE 2 passiert den Spielplatz. Im Bahnhof haben wir ja noch einige Züge zu stehen. Und Ausfahrt hat hier auch der Regio mit der 218. Nochmal aus einer anderen Szene. Auch wieder sehr schön. So, und Ausfahrt hat hier auch unser IC mit der 101. Eine achtteilige Version mit Steuerwagen. Und
weil ich die Szene mit der Ausfahrt des ICE 2 so schön fand, bin ich hier auch nochmal auf dem Bahnsteig zurück und habe das Gleiche nochmal probiert mit unserem IC. Oben zu sehen ein Teil der Innenstadt von Harstadt mit dem kleinen Flanierplatz. Man kann von dort schön auf die Gleise schauen. Und der ICE ist mittlerweile in voller Fahrt. Hier ist der komplette Zug, alle Wagen von Roco. So, und unser IC, der Kurz-IC mit der alten 101, verlässt nun auch Gleis 3 und begibt sich auf die Strecke. Hier nochmal von einer anderen Szene, unsere beliebte Tiefszene. So, und noch ein paar Szenen von unterwegs. Auch der ICE 2 nochmal aus der Tiefsicht an den Weinbergen vorbei. Die 218 mit ihrem Doppelstockzug. Und der Bahnhof ist nun leer. Eine 189 hat Durchfahrt als Leerfahrt. Der ICE 2, schön vom Rastplatz aus zu sehen. Und so drehen sie jetzt alle ihre Runden durch Harstadt. Unser langer IC. Hier nochmal schön aus der Weitsicht zu sehen. An den Ufern von Harstadt. Eine kleine Köf auf Rangierfahrt im Bahnhof Harstadt. So, und nun sind ja mittlerweile alle Züge auf Strecke. Ich werde jetzt erstmal nichts mehr sagen und würde sagen, lehnt euch zurück und schaut euch ein bisschen den Verkehr an. Thank you.
So, und nun, so langsam wird sich unser Bahnhof wieder füllen. Als erstes kommt der Kurz-IC mit der 101. Auf Gleis 4. Unser Regio mit der 218. Und weitere Züge werden angesagt. Auf Gleis 1 unser Gegen-IC. Der längere mit dem Steuerwagen. Und zu guter Letzt auf Gleis 2 läuft unser ICE 2 ein. Ankunft in Harstadt. Umsteigen möglich in alle Züge, die dort stehen.